Moin Moin Freunde des guten Geschmacks, ihr seid wieder auf Nerd Taste. Ich bin's Dennis und es dreht sich heute um den Netflix-Film How It Ends. Ja, der ist ja seit letzten Freitag auf Netflix erschienen, ist ja Original-Film, produziert von denen und ja, es ist halt ein Endzeit-Thriller mit Forest Whitaker, Theo James und wurde verfilmt von David M. Rosenthal, der ja vorher aber nicht so viel gemacht hat, eigentlich eher sein fast großes Regiedebüt. Und ja, wie dieser mir jetzt gefiel, das sage ich euch mal ganz kurz in der Kurzreview, weil nachher gibt es eine Spoilerwarnung, aber diese ist erstmal spoilerfrei. Ich muss sagen, der Film an sich zieht sich ganz schön lange hin. Wenn man das so sieht, ist es eigentlich eher, wo man denkt, ein Endzeit-Szenario, die Welt geht wieder unter, was man so allermaßen kennt und so weiter. Und man sieht eigentlich eher ja erstmal dieses Schwiegervater- und Schwiegersohn-Gebilde. Sie haben ein Ziel, dieser Film ist sehr linear, muss man ganz ehrlich sagen. Und man sieht eigentlich einen Roadtrip, der so ein bisschen Thriller-Anteile hat, der aber meiner Meinung nach nicht diese Spannung aufbauen kann, weil es gibt manchmal böse Buben und so weiter, die was Benzin rauben möchten. Und ja, also wenn man gleich natürlich weiterredet in der Analyse, oder ich erkläre euch ja das Ende, da versteht ihr so ein bisschen noch mehr, was ich wahrscheinlich meine. Aber an sich ist der Film, sage ich mal, für einen netten Abend eigentlich verschwendete Zeit, weil das Ende ist irgendwie unfertig. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so die Schauspieler sind eher nur Theo James und Forest Whitaker, die eine solide Leistung zeigen. Gerade Forest Whitaker ist man natürlich klar gewohnt. Aber ich finde, das hätte doch stärker sein können. Und teilweise sind da auch einige Plots drin, wo ich gesagt habe, die hätten da nicht drin sein müssen. Mit der Ricky zum Beispiel. Aber ansonsten ist es ein Film, man muss sich die eigentlich nicht angeguckt haben. Nächste Woche wieder vergessen. Leider ist das so, war gute Ansätze gewesen. Aber mehr ist es leider auch nicht. Somit würde ich dem Film, wenn ich jetzt ganz ehrlich sage, sag ja verschwendete Zeit, der geht jetzt knapp 2 Stunden, eine 4,5 von 10 geben. Und jetzt ist der Startschuss gegeben für die Spoilerwarnung. Ich erkläre euch nämlich jetzt das Ende und analysiere ein bisschen die Step for Step, erkläre euch mal dem Film, worum es überhaupt da ging, was wohl die sich dabei gedacht haben. Also jetzt kommt die Spoilerwarnung. Ja, der Film will ja so ein Endzeit-Szenario aufbauen. Man sieht ja am Anfang erstmal klar, dass der Theo James, sein Charakter, hat ja seine Frau. Und sie ist schwanger. Das erfährt er dann später und so weiter. Und die bleibt in Seattle. Und er muss natürlich seine Schwiegereltern um Erlaubnis fragen, ob überhaupt die Hochzeit stattfinden darf. Wie das so halt ist, ein Klischee. Oder was heißt altmodisch halt, ne? Ein Klischee. Und ja, also auf jeden Fall fragt er sie. Und dann sieht man, das zieht sich halt lange hin und so weiter. Ja, und dann gibt es natürlich, weil er dann irgendwann fertig ist, weil das lief nicht so nach seinen Wünschen, ist er halt in sein Zimmer gegangen und dann ruft er hat er ein Gespräch mit seiner Frau und es gibt halt ein Knacken. Also weiß jemand, okay, es ist wohl ein Erdbeben gewesen, Seattle, komischerweise. Ja, und der Film, der baut sich dann halt auf und so weiter. Man sieht dann halt echt ein Endzeit-Szenario, was eigentlich stark beginnt, der Film. Muss man mal sagen, so, es fallen die ganzen Bankautomaten, fallen aus, natürlich kein Bargeld mehr. Das GPS-Netz fällt aus, also alles, was natürlich so ein Inside-Thriller oder Inside-Film nicht fehlen darf. Ja, aber auf jeden Fall ist das so, würde ich so, wo ich sagen muss, der Film möchte ein Inside-Film sein, wird aber so ein Roadtrip. Und was ich nie verstanden habe, ganz ehrlich, der ist ziemlich linear. Die sind dann beide plötzlich in ein Auto, fahren dann zu ihrer, also der Forest Whitaker möchte zu seiner Tochter fahren. Und natürlich der Theo James Charakter, der möchte natürlich seine Frau wiedersehen. Ja, das ist natürlich das Ziel nach Seattle. Ja, dann haben wir nur Tiefen, Räuber kommen, weil Benzin ist dann der Gold wert. Aber es ist halt teilweise alles sehr vorausschauend. Es kommt keine Spannung halt auf. Und dann kommt natürlich Ricky, weil das Auto macht irgendwann seinen Geist auf, weil es gab dann halt auch Autogefechte und ja, also man merkt, dann kommt dann dieser Plot mit Ricky, die dann irgendwann plötzlich verschwunden ist, weil sie mussten sich dann ja halt wehren, was in der Zeit wahrscheinlich das Beste ist, was man machen kann. Und sie kommt dann nicht mit klar und ist plötzlich weg. Was ich nie verstanden habe, weil der Film hat tierische Logikfehler manchmal. Also ich habe eine Theorie, wenn ich das mal so ganz ehrlich sage. Der Film ist für mich ein Vulkanausbruch, der eine Kontinentalverschiebung vorauswirkt und dadurch, das kommen wir nämlich gleich zu, kommen krasse Sachen vorschein, weil der einen zum Beispiel ein Magnetkompass geht nicht mehr, der dreht völlig durch.
Und ihr wisst ja, ein Magnet, der geht ja durch die Nord- und Südpole. Das sind seine Magnetpole. Und die, wenn die nicht stimmen, dreht ja auch mit, wenn dieser sag mal, Gleichgewicht nicht ist, dreht natürlich der Kompass durch. Und sowas kommt natürlich auch dann vor. Aber natürlich andere Sachen. Ne? Die Army ist dann präsent, macht Straßensperren, was ja immer so gang und gäbe ist. Also ihr merkt schon, der Film hört sich vielleicht interessant an, macht gute Ansätze, aber wollte auch ein bisschen schlau denken, zum Nachdenken anregen. Wenn man das aber so sieht, ich glaube, wie gesagt, dass ein Vulkanausbruch da schon den Beginn gemacht hat, weil so ein starkes Erdbeben, weil angeblich kam das ja auch später am Ende doch so vor, dass der, da kommt, das kommen wir gleich noch zu. Also der Film war so an sich sehr wirr gewesen, muss man mal so sagen. Und ja, wie gesagt, linear und dann irgendwelche Räuber standen da, weit und breit war keine Sau zu sehen, keiner auf der Flucht, irgendwie, sagen wir mal, Route 66, keine Sau kommt auf euch zu, ganz komisch. Und ja, irgendwann kommen Waldbrände dazu, sieht aus wie in Silent Hill. Und ja, also das ist schon sehr komisch und es sind irgendwann Polarlichter am Himmel. Und da habe ich nämlich die Begründung, dass durch diesen Erdbeben sich diese Kontinentalverschiebung so heftig gedreht hat, dass die Nordpole und Südpole sich weg waren. Somit gibt es keinen Magnetpol. Und die sind natürlich dann, sag mal, sie wollten ja hoch nach Seattle, dass sie so hoch gewandert sind. Oh, das ist natürlich ein krasser Gedanke, dass sie plötzlich da am Nordpol waren. Das wäre schon eine Theorie, die man sagen könnte. Und was man noch sagen könnte, klar, weil sehr viel Asche kam nachher im Waldbrand, wo sie dann nachher da waren, dass, wie gesagt, dieser Vulkanausbruch wirklich sein könnte. Ja, das Ende an sich, der Film ist einfach nur unfertig. Also das ist für mich irgendwie so ein Pilotfilm oder keine Ahnung, wenn ich mal jetzt mal das so ehrlich da sagen darf. Es hört auf, wo er diesen Liebhaber trifft, der Theo James, hat natürlich mit ihm einen Kampf, also einen Schusskampf, und er rennt dann aus diesem Wald heraus, da kommt natürlich dieser Aschesturm, dieser von diesem Waldbrand, und er nimmt sich seine Freundin und fährt einfach stumpf los. Und dann war Ende. Ja, also ich habe gedacht, was ist das für ein stumpfes Ende? Das ist kein auflösendes Ende. Man wusste nicht, was man überhaupt davon hat. Irgendwie. Für mich war der Film einfach dann so gesehen einfach sinnlos. Weil es gab einfach keine Begründung, wo die jetzt hingehen, was ist überhaupt so generell passiert. Nur halt immer Aneinanderfolgungen an Ereignissen, die meiner Meinung nach teilweise Sinn ergeben, wenn man nachhinein ein bisschen daran denkt. Aber ja, was wird passieren und was ist so, was war überhaupt der Auslöser? Klar, das sollte man gerne wissen. Ich denke mal, wie gesagt, dass es ein Vulkanausbruch war. Es kann natürlich auch was anderes sein. Was meint ihr denn dazu? Habt ihr den Film geguckt? Sind meine Analysen, meine Theorien richtig, was ich mir so denke bei diesem Film? Ja, eigentlich schon zu viel Gehirnschmalzverschwendung bei diesem Film, aber ja, ich habe eigentlich eher mal mir noch mal was anderes angeguckt von anderen, habe da auch ein bisschen mal so nachgedacht, bin auf diesen Punkt natürlich auch gekommen. Und mit GPS, gut, ganz komisch, warum fällt das GPS-Signal aus, was eigentlich gar nicht geht, weil die Satelliten sind ja trotzdem da, ne? Aber naja, also ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, ne? Der Film, wie gesagt, an sich eine 4,5 von 10, ist kein Muss, den zu gucken. Eigentlich sage ich euch ganz ehrlich, schenkt euch den Film. So, würde ich sagen, Leute, ne, lasst ein Abo da und wir sehen uns bei der nächsten Review zu Black Panther und noch anderen Filmen. Und es kommen natürlich auch ein paar Gewinnspiele zu Molly's Game auf euch zu. Und was Ekliges in den nächsten Tagen zu Jurassic World. Und dann würde ich sagen, Leute, ne, bis dann und ciao und bam!